Ja, zwei ganz besondere Gäste, die 1996 ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben haben, allerdings nicht nur unterhaltsam. Darin steht unter anderem: Vater hat uns so verdroschen, dass wir gegen die Möbel geflogen sind. So lautet ein wörtliches Zitat. 1 und 1 heißt diese Biografie. Damals haben sie gelernt, dass vieles leichter zu ertragen ist, wenn man bedingungslos zusammenhält. Unter anderem auch die Nebenwirkungen einer Weltkarriere. Sie waren so etwas wie die ersten Showgirls im italienischen Fernsehen. Sie ließen Burt Lancaster abblitzen und Elvis gleich mit, als der ihnen nämlich versicherte, wie wunderschön ihr Hintern sei. Sie arbeiteten mit Fred Astaire, erlebten einen sehr kindlichen Michael Jackson, jetzt sind sie 75 geworden, die Zeit also, in der Jopi Heesters gerade in die Pubertät kam. Herzlich willkommen, Alice und Ellen Kessler. Alice und Ellen Kessler sind bei uns. Haben Sie denn den Auftritt bzw. die Geschichte von Gabi Köster verfolgt? Nein, nein. Also Schlaganfall in relativ jungen Jahren. Aber ja. Mhm. Ja. Welche Gedanken machen Sie sich darüber, dass tatsächlich dieser berühmte Moment eintreten kann? Wir werden gleich noch eine andere Geschichte dieser Art hören, von dem an nichts mehr so ist, wie es mal war. Das kann man nicht, da kann man nicht vorausdenken. Ich denke an solche Sachen überhaupt nicht. Wenn es kommt, kommt und dann wird man sehen, wie es weitergeht und was man macht. Mhm. Ich würde heute immer sagen, wenn mir sowas passiert, bringe ich mich um. Ich will nicht so leben. Aber wir haben einen Fall von einer Freundin in Rom, die ist querschnittgelähmt durch einen Unfall im Haus. Die wollte sterben, die ersten 3 Monate, das wollen sie alle. Und jetzt lebt sie immer noch, und das ist 96 passiert und kommt sehr gut eigentlich mit dieser Sache zurecht. Man kann nie und die hat sagen, das Gleiche gemacht wie wir, getanzt, gesungen. Und gesungen. Mhm. Sie war also jemand, der eine große Körperlichkeit immer gepflegt hat in seinem Leben. Jetzt will sie leben und man kann nie im Voraus sagen, was man machen wird, wenn so etwas passiert. Man kann sich nichts vornehmen. Und auch nicht dran denken. Man reagiert dann wahrscheinlich ganz anders. Man kann nicht sagen, ich werde so und so handeln, reagieren oder aber dies und jenes. Aber man macht sich doch Gedanken über diese Dinge, die dann irgendwann auf einen zukommen. Nee, ich verdränge das will Sie ich verdrängen nicht. Das? Also ich will mir keine Gedanken darüber machen. Vor 3 Wochen sind Sie beide 75 Jahre alt geworden. Ja. Sie sehen keinen Tag älter aus als 63, aber... oder noch weniger, aber... Trotzdem macht man sich da noch Gedanken darüber oder nicht? Man überlegt sich doch immer, also Gunter Sachs zum Beispiel war so ein Fall. Wenn du merkst, du kannst nicht mehr so, wie du vielleicht mal wolltest. Er hat es gemerkt. Wie würden Sie denn reagieren? Ja, ich würde das Gleiche tun, nur nicht mit dem Gewehr, weil ich keins habe. Überhaupt auch keine Waffe. Ich würde es, gibt es andere Möglichkeiten? Das haben Sie so für sich klar entschieden. Sie würden sagen, wenn es irgendwann soweit ist, dann nehme also ich Demenz, das selber in die Hand. Wenn ich merke, ich werde dement, ich hoffe, dass ich es merke, weil meistens die Leute, die dement werden, merken es nämlich nicht. Vielleicht muss es eine andere Person einen sagen. Wenn ich möchte nicht dement werden, dann bringe ich mich um. Also ich bin da hundertprozentig, stehe ich dazu. Da wird die Kirche entsetzt sein, aber so ist es. Macht nichts. Ich bin eh nicht in der Kirche. Das ist bei Ihnen genauso? Ja, natürlich. Ja. Glauben Sie, dass Sie den Mut hätten, tatsächlich, wenn der Moment kommt, zu sagen, und jetzt mache ich das? Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten. Ich frage das deswegen, weil ich mich frage, ob das so schlecht ist mir noch nicht gegangen, dass ich den Gedanken gefasst habe. Also kann ich Ihnen nicht sagen, ob ich den Mut hätte. Aber wenn man so eng zusammen ist wie Sie beiden und sehr schwierige Phasen in seinem Leben vor allen Dingen deswegen gut überstanden hat, weil man zu zweit war. Ja, sicher. Ist das dann möglicherweise leichter? Was? Würde man dem einen helfen? Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ja, das ist eine harte Frage, ich weiß das. Aber dann müssen wir es zusammen machen. Jetzt sage ich etwas ganz spontan. Wir sind ja auch beide 75 geworden. Also, ich sage etwas ganz spontan. Aber ich sage es wirklich jetzt, ist mir gerade eingefallen. Wenn ich merke, dass meine Schwester dement wird, dann würde ich sagen, komm, und jetzt bringen wir uns beide um. Und auch wenn ich es nicht bin. Gemeinsam? Ja. Gemeinsam. Weil ich glaube nicht, dass ich ohne sie dann weiterleben möchte. Spielen Sie dieses Szenario manchmal durch? Also was wäre, wenn die eine nicht mehr da wäre? Mir ist das wirklich in der Sekunde eingefallen. Wir spielen das nicht durch. Mir ist es in der Sekunde eingefallen. Und das ist doch eine tolle Sache. Warum soll ich unglücklich weiterleben? Und ich sage, komm,
Jetzt ich glaube nicht einfach, mehr. Sie werden nicht dement und wir haben noch sehr viele Jahre Spaß mit Ihnen. Wollen wir das so machen? Ja, okay. Machen wir so. Danke. Was ist, wenn wir... Es ist so traurig. Ich meine, das ist so traurig, darüber zu reden. Nee, wissen Sie was? Nee. Ich sehe das anders. Mit Menschen wie Ihnen, die immer im Rampenlicht stehen und die diesen Glamour verbreiten und diesen Glamour auch schon verbreitet haben in einer Zeit, als Angelina Jolie und Brad Pitt noch sehr, sehr weit waren und noch nicht eine ganze Industrie davon gelebt hat, dann redet man immer über genau dieses Glamouröse, das Rampenlicht, alles muss großartig aussehen. Altern ist ein großes Tabu, sterben sowieso. Insofern finde ich es ganz großartig, dass Sie da mal offen drüber reden. Ja, ja, Sie haben es herausgekitzelt. Ja, gut, das war jetzt keine große Leistung, aber ich habe auch mal nachgefragt. Hat dieses, ich fange anders an, wie viele Tage waren Sie beide in Ihrem Leben schon getrennt? Also einmal an einem Stück 6 Wochen. Da war ich auf einer Weltreise. Das war an einem Stück. Aber wir sind auch so im Jahr öfter getrennt, weil sie ist öfter allein in Rom, dann mal 2, 3 Wochen. Dann ist sie wieder da, dann ist sie wieder 2, 3 Wochen. Also das sind dann mehr als 6 Wochen. Mhm. Nur nicht an einem Stück. Ja. Wie haben Sie das erlebt? Sie hat mir geschrieben, diese Weltreise immer geschrieben, also eine Art Tagebuch. Und ich habe sie dann meinen Freunden erzählt, als hätte sie sie gemacht. Erlebt hätte. Sie hat dann die Weltreise gemacht. Ist dieses innige, dieses ganz besondere Verhältnis, das Sie beide pflegen, ist das auch entstanden in Ihrer frühesten Kindheit und Jugend? Ich habe in diesem Buch Ich und Ich, nee, Eins und Eins ist Eins, heißt es, Entschuldigung. Ich und Ich ist, das hat was mit Musik zu tun. Ich und Ich. Tolle Musik übrigens. Eins und Eins ist Eins. Hat das damit zu tun, dass Sie in frühester Kindheit sehr eng zusammenstehen mussten gegen Ihren Vater, der ein Raubein war, um es mal freundlich zu formulieren? Ja, er war. Raubein ist nett. Das gefällt mir mehr. Ja. Also, Sie haben vorhin gesagt, er hat uns verdroschen. Das steht da so drin in Ihrem Buch. Ich habe das nur zitiert. Aber nicht als Kinder. Da waren wir schon 20. Mhm. Aber ich glaube, ich das weiß nicht mehr, besser, wer angefangen hat damals. Es könnte sogar sein, dass wir angefangen haben. Ja, weil wir mussten uns mal aussprechen. Wir mussten uns war in Paris und er wollte mit uns ausgehen, aber wir mussten arbeiten an dem Abend, also jeden Abend, auch Heiligabend und Silvester. Sie waren damals im Lido, haben im Lido, einen berühmten und Lido getanzt. Und er wollte aber mit uns ausgehen und da das nicht möglich war, wir wollten dann anschließend mit unseren Kollegen feiern, hatte er sich natürlich wieder einen angetrunken und wir kamen nach Hause, wir hatten eine Wohnung gemietet, er machte die Tür auf. Und wir sahen schon unsere Mutter im Hintergrund mit verzweifeltem Blick. Und da wussten wir, aha, jetzt ist er wieder unberechenbar. Aber er hat uns nie geschlagen. Also bis als dahin. Kinder nicht. Er hat unsere Mutter natürlich geschlagen. Und wir haben das aber als Kinder mitgekriegt. Hat uns zusammengeschweißt. Weil wir haben ihm gesagt, wenn wir mal groß sind, dann gehen wir mit der Mutti hier weg. Das war also, das war eigentlich unser Ziel. Groß werden und mit der Mutti weggehen. Das heißt, Sie haben da untereinander einen Pakt geschlossen sozusagen, unter Frauen. Ja. Aber Ihre Mutter wurde regelmäßig verprügelt? Ja, ziemlich regelmäßig. Immer wenn er getrunken hat. Wenn er betrunken nach Hause kam. Ich habe so viele in unserem Bekanntenkreis, die diese Geschichte kennen, sagen, mein Vater war auch so. Das ist eine Generationsfrage. Mhm. Die Frauen waren nicht emanzipiert, die hatten nichts zu sagen, die waren abhängig von den Männern. Und die Männer haben sie behandelt, wie sie heute noch in, in arabischen Ländern oder in diesen Ländern behandelt werden. Auch hierzulande Gewalt in Beziehungen immer noch ein großes Thema. Ja. Wie hat Sie beide das geprägt und wie hat das auch dieses Männerbild geprägt, dass man dann ja so sein Leben lang mit sich rumschleppt? Ja, also so Macho-Typen mochte ich nie. Nein, gut, dass Sie dann später nach Italien gezogen sind. Naja, so macho sind die gar nicht. Also, Sie kennen es ja gut. Nein, so macho, also so richtige Kerle und so. Nee, die mochte ich nie. Wir haben uns immer in Gays verliebt. Also, in schwule Männer. In schwule Männer. Das ist schwierig. Ja, das hat auch nicht geklappt, aber wir waren nicht verliebt. Eine Anekdote steht nicht im Buch. Ja. Es gab einen Tänzer im Lido und der war schwul, er war vielleicht bi, weil er ging mit mir ins Bett.
Und ich war in ihn verliebt und dann kam Rock Hudson ins Lido. Rock Hudson. Und hat Skippy eingeladen. Und Skippy hat gesagt, ja, ich bringe aber meine Freundin mit, das war ich. Und wir sind in eine Pianobar gegangen und haben uns den ganzen Abend unterhalten. Und Rock Hudson war entzückend. Er konnte gut zuhören und er fragte mich aus und so und so und so und so. Und er hatte natürlich als amerikanischer Schauspieler eine riesen Limousine und Chauffeur, wartete draußen vor der Bar. Wir gingen raus und dann sagte der Rock Hudson zu mir, wo kann ich Sie hinfahren? Da habe ich gesagt, eigentlich wollte ich heute mit Skippy mit nach Hause gehen. Sagte, no, not tonight. Aber Rock Hudson hat Sie dann mit nach Hause genommen oder Skippy? Nein, Skippy hat er also. Rock Hudson hat nie eine Frau mit nach Hause. Ja, ich wollte ja nur mal nachfragen, weil ich erfahre hier gerade Dinge. Das heißt, Rock Hudson hat Ihnen den Kerl ausgespannt. Ja, kann man das so zusammenfassend sagen? Ja. Sowas. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht mit schwulen Männern, die dann? Nein, nicht. Ich habe versucht, sie umzukrempeln, ja, aber. Das ist großartig. Das wäre ja in der katholischen Kirche ist das eine Spontanheilung, wenn Sie das schaffen. Ja. Also. Es geht nicht. Ich meine, wir waren ja auch in einem. Wir sind in einem Milieu aufgewachsen, da gab es ja nur Schwule damals. Wir waren ja von Schwulen umgeben. Ja, aber sagen nur Sie, die Besitzer vom Lido, die waren nicht schwul. Und Sie haben diese Umschwulung versucht. Ja, aber sonst war doch jeder schwul in diesem Etablissement. Aber wie versucht man sowas? Sag, willst du mit mir gehen? Ja, nein, nein, vielleicht. Nein, wir sind zusammen. Wir hatten dabei, gab es einen Tänzer, einen ganz toll aussehenden spanischen Tänzer und in den hatte ich mich verschaut, verguckt und dann, wir hatten einen gemeinsamen Freund. Dann sind wir mal ausgegangen, dann hat der Freund uns immer hinten ins Auto gesetzt und ist in die Kurven gefahren, dass wir immer aneinander fliegen mussten, ja. Und hat immer gehofft, dass irgendwas dabei passiert, sich löst. Nichts, es war nicht möglich. Wir sind dann nur gute Freunde geblieben. Ja. Es war Schwerstarbeit. Ja. Cool. Aber hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Nochmal auf den Vater zurückzukommen. Ja. War das so eine Art, wie soll man sagen, war das so ein Eislaufvater? Es gibt ja den Begriff der Eislaufmutter oder der Jackson 5. War das nee, so? Nee, so war er nicht. Nee, ich weiß nicht. So. Wissen Sie, eigentlich wollte er, dass wir irgendwann mal einen Beamten heiraten und eine sichere Zukunft haben und eine Familie. Aber er hat uns immer gedrillt. Er wollte, dass wir, weil er Zwillinge hatte und so stolz auf seine kleinen Zwillinge war, dass wir schön gerade Rücken haben und immer, wir mussten immer vor ihm gehen und er schaute dann, wenn die Leute guckten, süße kleine Zwillinge. Und deshalb hat er uns gedrillt, Akrobatik und Akkordeon lernen. Aber da ging es doch auch. Er wollte gar nicht, dass wir das beruflich machen später. Das heißt, da ging es nie um den Plan, auch Geld zu verdienen. Ich habe gelesen, auch in diesem Buch, dass Sie sogar an Bushaltestellen Akkordeon spielen mussten. Nein, nicht. Akkordeon hatten wir nicht Akrobatik dabei. Sie haben das gehasst? Wir machen an der Straßenbahnhaltestelle. In der Straßenbahnhaltestelle Akrobatik? An der Straßenbahnhaltestelle. Da war eine Grünfläche und da mussten wir alles, was wir gelernt hatten, überschlagen und so. Aber warum? Weil er zeigen wollte, was wir können. Er war stolz auf uns. Er wollte zeigen, was wir können. Einfach anderen Leuten das zeigen. Ja. Es war furchtbar. Mhm. Hat sich immer eine versteckt, wenn wir merkten, er will mit uns irgendwo hingehen, hat sich eine von uns versteckt, weil mit einer allein ist er nicht gegangen. Ja. So, und dann ist Ihr Vater, ich fasse das mal kurz zusammen, ist dann Anfang der 50er Jahre weg. 1950. Ja, genau, Sie sind ja von Leipzig groß geworden, aus Taucher. Ist dort weg. Sie sind dann irgendwann gefolgt. Mutter kam auch 52. hinterher nach Richtung Düsseldorf. Ja. Eltern haben dann aber nicht mehr zusammengelebt, sondern getrennt sozusagen. Ja. Und dann wurden sie entdeckt und kamen nach Paris. Ja. Lido, das war diese Lido-Zeit. Ja. Ja. Haben dann wenig später in Italien große Erfolge gefeiert. Mhm. Also erst 61, 54 sind wir nach Paris gegangen, bis 60 geblieben und 61 sind wir nach Italien. Und waren dann sozusagen so die ersten Showgirls auch im italienischen Fernsehen. Ich meine, heute werden die alle direkt Ministerin, wenn die im richtigen Berlusconi-Sender was machen. Ja. Einmal Bunga Bunga und dann läuft das. Ja. Er hat sie ja mit zur Ministerin. Ja.
Gab es das damals auch schon? Also nicht nein, jetzt Bunga Bunga, aber... Nein. Damals war der Vatikan im Fernsehen. Also wir waren die ersten Frauen, die Beine zeigen durften, aber in blickdichten Strumpfhosen, schwarz. Dicke, schwarze Wollstrümpfe. Die mussten blickdicht sein, man durfte keine Haut sehen. Aber die Italiener haben 1961 das erste Mal Beine gesehen und dann gleich vier. Als zwei Paar. Ja. Super. Und waren natürlich von den Socken. Ja. 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 Und dann wurden die Strümpfe, also die Strumpfhosen mit den Jahren immer weniger dünner, blickdicht und blickdicht. Aber es gab zum Beispiel Situationen, Generalprobe, am Abend war Live-Show, saß einer vom Vatikan und hat bemängelt, die Generalprobe immer angeschaut. Dialoge bemängelt. Aber einfach nur zur moralischen Kontrolle. Ja, zur moralischen Kontrolle. Einen Kleidausschnitt bemängelt. Einmal hatten wir hatten ja dann immer Beine gezeigt, dann hatten wir so Höschen an. Hat er gesagt, zu ausgeschnitten, die müssen weiter nach unten gehen. Also die müssen 2 Zentimeter länger gemacht werden. Aber er hat nicht gesagt, ich helfe beim Umziehen. Das nein, hat er nicht gesagt. Nee. Also wir rausgegangen, eine halbe Stunde mit unserem Kostümbildner, haben draußen gewartet, haben nichts gemacht an dem Kostüm. Nach einer halben Stunde wieder ins Studio gegangen, haben gesagt, ist es jetzt okay? Ja, dann war es okay. Also im Vatikan sind wir sehr bekannt, glaube ich. Ja. Aber das ist Italien, die sind immer ein bisschen entspannter. Irgendwie ist immer alles ein bisschen wie bei Don Camillo. Aber jetzt gibt es ja mehr Nacktheit am italienischen Fernsehen als bei uns. Als nirgendwo anders. Bei jeder Show? Haben Sie diese Valette, diese Mädchen? Ja, deswegen gucken ja der Mario Barth und ich das nicht an. Ich glaube auch, dass sie nach dem Gewicht des Busens engagiert werden. Hören Sie auf. Ja, ja, die haben so alle solche Busen. Ich glaube, sie werden nach Gewicht des Busens eingestellt. Das ist möglicherweise eine kleine Vorsichtsmaßnahme, weil Plastik immer oben schwimmt. Das weiß man nicht so genau. Vielleicht. Wir haben gerade ein Bild gesehen, ein Cover gesehen. Sie haben sich dann irgendwann, weil Sie beleidigt worden sind von einem italienischen Journalisten, für den Playboy ausgezogen. Das war, ja. 1976. Wie kam es dazu? Der hat Sie beleidigt und gesagt, die Kästler sind... Keiner hat uns beleidigt. Wir kannten einen Fotografen, der hat immer alle bekannten Persönlichkeiten fotografiert und wir waren sehr befreundet mit ihm. Er war auch schwul übrigens. Und, schwule Männer pflastern ihren Weg, und, ich merke das schon. Also Angelo Frontoni hat gesagt, ihr müsst mal Playboy-Fotos machen. Ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Und wir haben uns breit treten lassen von ihm und haben es gemacht, eigentlich auch aus Neugier. Ja. Wie wird das von uns aufgenommen? Das war richtig, es war Neugier. Und es waren ja sehr züchtige Fotos für heutige die waren Verhältnisse sehr, geradezu. Ja, da haben wir schon aufgepasst. Also das ist nicht ins Die Redaktion hätte natürlich lieber andere Fotos gehabt. Aber das kann ich mir vorstellen. Wir haben uns da schon... Wir ehrlich gesagt auch, wir haben das ein bisschen bedauert, als wir diese Fotos heute rausgezogen haben. Ja. Aber was interessant ist, dieser Playboy war damals, so erzählt es die Legende, innerhalb von 3 Stunden ausverkauft. Vergriffen. Ja. Es gab keinen mehr. Wahnsinn. Eine Anekdote müssen wir noch schnell klären. Sie hatten irgendwann eine Begegnung mit Elvis Presley. Ja. Ja. Der, und auch das steht in Ihrem Buch, Ihnen direkt gesagt hat, ich finde eure Hintern super. Ja, aber die hat er nur auf der Bühne gesehen. Ja gut, das ist nicht egal. Privat, aber, das ist ja schon wieder eine andere. Ist ja nicht nett, sowas direkt ja zu sagen. Wieder anders. Nicht? Geht so. Ja, er kam immer ins Lido. Er war ja in Frankfurt stationiert und am Wochenende kam er nach Paris. Und kam immer ins Lido und schaute sich die Show an. Und da hatte immer natürlich den prominenten Tisch da in der Mitte. Und dann hat er uns mal eingeladen. Natürlich hat man, wir waren keine Elvis Presley-Fans. Wir liebten Frank Sinatra, Tony Bennett, Jackie Gleason. Das war unsere Musik. Und na, er hat uns eingeladen. Wir sind trotzdem gegangen, haben gesagt, Elvis Presley lädt uns ein. Gut. Da kam er, da hatte er Manager dabei oder so. Es waren 3 oder 4 Personen. Ja, in so einer Gala-Uniform. Er wollte nicht auffallen, aber die Uniform war mit Gold hier. Das ist ja gelungen, also, ja. Jeder hat geguckt, aber er wollte natürlich nicht auffallen. Gut. Jetzt haben wir nicht vor ihm, sind wir nicht hingeschmachtet. Oh, Elvis, wie die jungen Mädchen ja machen hier, die schreien ja alle. Haben Sie schon mal einen jungen Mann schreien hören, wenn irgendeiner singt? Nein. Immer die Mädchen. Und er hat das wahrscheinlich von uns erwartet. Und wir waren ganz cool und zurückhaltend. Wir waren ganz kühl. Und das hat ihn so verunsichert. Ja. Das verstehe ich. Ja, der war so verklemmt. Der war ganz, ich kenne das nicht, du ja. Aber natürlich verunsichert das einen Mann, der gewohnt ist, dass ihm die Frauen zu Füßen liegen, oder? Ja, und das haben wir nicht gemacht und das hat ihn wahnsinnig verunsichert. Er war echt, er war schüchtern. Ja, man hatte das Gefühl voller Komplexe. Ja.
Ja. Aber ein toller Sänger. Ich höre immer diese Gospels. Heute mag alte heute, Elvis damals, Gospels wir haben keine gerne. Einzige Elvis-Platte. Heute oh. mag ich ihn. Nein, also ich habe nur einen Teddybär, der die Hüften bewegt und nein. eine Elvis-Nummer singt. Ich schicke ihm mal die alten Gospels von Elvis. Das ist wirklich ganz großartige Musik. Er war Musik. Gut. Er war grandios ist gut. Er ist wirklich gut. Ich meine, sonst macht man keine Weltkarriere. Ganz zum Schluss müssen wir noch sagen, Sie sind jetzt demnächst in Italien tatsächlich wieder auf der Montag. Bühne Geht's zu sehen. Los? Machen Montag. Musical dort, ja? Ah, ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Da. Aber nicht eine ganz moderne Originalfassung, nein, ganz anders. Nicht von Stevenson, das Original. Okay. Also ganz, nee, ganz anders, ganz verrückt. Wir fahren hin und schauen uns das an. Herzlichen Dank. Er kommt. Ja, schön, dass Sie da sind. Okay.